So, was fürs Immunsystem. Spaziergang, Spaziergang. Wir laufen jetzt mal hier hoch. Da hinten. Und gucken mal, wo das uns hinführt. Vorhin hatte ich eine kurze Eingebung wieder. Ist bei mir immer irgendwie so, ich denke viel. Ich stand vorm Spiegel und ihr kennt es doch. Mal macht ein Spiegel euch dünner, mal macht ein Spiegel euch dicker. Ist verzerrt und was auch immer. Und ich dachte mir so, eigentlich, was ist Realität überhaupt? Was ist denn wirkliches Erscheinungsbild? Das sieht man ja eigentlich nie. Weil jeder Spiegel ja irgendwie immer anders aussieht, ne? Also dachte ich mir so, wichtig ist, wie du dich selbst siehst und nicht wie andere dich sehen. Weil der Spiegel stellt im Endeffekt die anderen Personen dar, dein Umfeld. Und wenn dein Umfeld zu dir sagt, siehst so aus oder das ist nicht machbar, lass es lieber sein oder ja, passt nicht zu dir. Diese ganzen Sachen sind im Endeffekt dein Spiegel. Und der Spiegel sind die anderen Menschen um dich herum. Aber das heißt nicht, dass es auch dem entspricht, wie du es ja kennst. Weil ein Spiegel macht dich dünn, einer macht dich dick. Einer sieht so aus, anderer sieht so aus, anderer hat ein scheiß Licht. Und deswegen ist es wichtig, wie ihr euch selber seht. Weil ihr erschafft euch eure eigene Realität. Die Realität, die ihr im Spiegel seht, sprich der Spiegel als sozusagen Repräsentant für andere Personen, sieht deren Realität. Muss aber nicht deine sein. Deswegen, schaff dir deine eigene Realität, indem du an dich glaubst und an dein Mindset und deine Einstellungen arbeitest. So, nochmal ein kurzes Mindset, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, was ich euch hier mitgegeben habe. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine und ich kann euch damit helfen, selbstbewusster durchs Leben zu laufen. Nicht immer das, was ihr im Spiegel seht, entspricht der Realität.